Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute theoretisch ein Unpacking. Leider habe ich es schon vorher aufgemacht, beziehungsweise ich habe meine Mutter darum gebeten, dass sie das für mich aufmacht, weil ich das so Ende Oktober bestellt habe. Denn es gab so eine Auktion bei Minimobs zwischen, ich glaube, 10%, 15 und 25, glaube ich, war das, oder 20. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber einen Warenwert von 70 Euro hast du dann 25% bekommen. Und ich habe da ein Buch gefunden, das ein dritter Teil ist. Und zwar rede ich von dem goldenen Käfig von, wie heißt die gute Frau? Das war Victoria Everett, genau. Und ich habe das Buch, der goldene Käfig, schon eine Weile auf dem Schirm. Aber ich finde, dass der Preis schon mega krass ist, von knapp 25 Euro in Österreich. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass ich mir das gebraucht kaufe. Bei Minimobs war das Buch für 10 Euro da, circa 10, 11, nee, das war sogar 10 Euro genau und ein paar zerquetschte. Und ich dachte mir, okay, jetzt musst du bestellen. Habe dann ungefähr 12 Bücher in meinen Warenkorb dazu gepackt, habe dann einen Gutschein bekommen, minus 25%. Das waren, ich weiß nicht, knapp 20 Euro, was abgezogen wurden oder so. Das war mega, mega geil. Und dann war ich so happy, bekomme halt 2, 3 Tage später die Nachricht, dass die Bestellung halt abgeschickt wurde. Und dann steht halt so drauf, welche Bücher halt genau abgeschickt wurden. Und dann lese ich so, das erste Buch, was ich unbedingt nachschauen wollte, ob es abgeschickt wurde, ist natürlich das, und zwar der goldene Käfig. Und dann sehe ich da, nope, es ist nicht da. Und unten steht dann halt so klassisch, ja, innerhalb 2, 3 Tagen wird der Rest der Sendung versendet, denn er ist im anderen Logistikzentrum. Und das kannte ich vorher nicht so wirklich, also habe ich mich so richtig drauf gefreut, so, ja, klasse, ich krieg das Buch trotzdem noch. Ja. Einen Tag später bekomme ich die Rechnung und in der Rechnung steht dann, Sie haben einen Gutschein bekommen im Wert von 13 Euro und das Buch können wir leider nicht mehr zustellen. Ihr wisst gar nicht, wie ich enttäuscht war. Das war der Grund, warum ich bestellt habe und dann bekomme ich sowas zu lesen. Ich war mega, 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 mega wütend. Also habe ich mich dann nochmal erkundigt, weil ich will das Buch unbedingt Dezember Anfang oder Januar, weil ich hatte es auch auf meinen Online schon vorbestellt gehabt, dass ich es halt, also vorgemerkt, dass ich es als nächstes bekomme und dann, nö. Ja. Vorgemerkt habe ich es bekommen, das Buch habe ich bekommen, nur das Buch habe ich nicht wirklich bekommen. Egal. Ich habe mich dann auf Amazon umgeschaut, dachte mir, ja, okay, neu will ich es mir trotzdem nicht bestellen. Schaue ich mir mal an, was es so reduziert kostet. Da gibt es ja Amazon Marketplace mit. Und da schaue ich hin und wieder vorbei, weil es gibt dort oft Menge Exemplare, was von Amazon halt selbst ist, wo man Versand nicht zahlen muss. Und ich hatte Glück gehabt, denn ich habe den goldenen Käfig trotzdem bekommen. Ich zeige das euch nur so, weil ich mich ja so aufgeregt habe. Es ist ja ein Menge Exemplarstempel und das geht sogar über den, über, naja, okay, egal. Das Buch sieht jetzt nicht wunderschön aus, es hat schon ein paar kleine, ja. Ja, es ist halt schmutzig. Sieht man sehr gut, denke ich. Ja, aber okay, egal. Ich habe dafür nur 7,50 € bezahlt. 7,50 €, Leute. Es ist die erste Auflage. Okay, von mir aus ist mir jetzt ziemlich egal. Aber ich freue mich, dass ich das Buch endlich dabei habe. Und ich wollte es euch nur so zeigen. Ja, ich meine, also, da ich euch die Bücher jetzt nicht vom Unpacking zeigen kann, zeige ich euch die Bücher und einfach nur, damit ihr es wisst, es ist ein Unpacking, rein theoretisch, nur dass ich das Paket nicht mehr habe. Ich habe meine Mutter darum gebeten, dass sie es für mich aufmacht, um zu überprüfen, ob die Schutzumschläge da sind, ob die nicht zu starke Leserillen haben. Sie hat mir ein paar Fotos davon geschickt und ich war damit zufrieden. Ich habe gesagt, ja, okay, weil ich wollte eigentlich früher zu meinen Eltern kommen, das abzuholen. Hat aber erst Mitte November erst geklappt, dass ich zu meinen Eltern runterfahren konnte. Ja, und da war das Paket halt schon offen und ist jetzt wurscht. Ich zeige euch die Bücher trotzdem, weil ich, ja.
will es euch einfach so zeigen. Als nächstes habe ich mir dann Folgebände bestellt. Und zwar möchte ich 2018. Ja, wir haben 2018 bald. Boah, krass. Die School Dudgery Pleasant Reihe. Und zwar habe ich hier den 5. und den 6. Band. 1 bis 4 habe ich schon zu Hause. Das ist eine Reihe, die ich unbedingt vollständig haben möchte. Ich weiß auch ganz, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir auch gefallen wird. Hier geht es um einen Detektiven, der halt eigentlich ein Skelett ist. Es ist ziemlich viel Fantasy und er bekommt halt eine. Ich will es gar nicht hinterlesen, weil es ist der 6. Teil. Ich will, es sind keine Mängelexemplare, es sind ganz normale, schöne Bücher. Ich bin so froh, dass sie heil und gut angekommen sind. Es ist halt nur ein bisschen am Cover halt, das da hier. Aber es ist nicht so schlimm. Ich bin damit zufrieden. Genau, und ja, ich will diese Reihe 2018 anfangen. Es gibt, im November kam jetzt der 9. Band, glaube ich, raus. Ich glaube, es war der 9. Und ich hoffe, wenn es so weitergeht, werde ich mir dann nach und nach welche die Fortsetzungen bestellen. Ich habe mich auch dazu entschlossen, dass ich die Reihe auf jeden Fall hören möchte. Denn, oder mal schauen, vielleicht eins hören, eins Ding. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe auch vorgehabt, ein wenig zu hören, weil das sind 9 Reihen. Also ich habe ja die High School of the Night Reihe letztes Jahr angefangen und auch ziemlich schnell beendet. Und da habe ich auch zwischen, also abgewechselt, mal das, mal hören, mal lesen, weil das war irgendwann mal zu viel. Nichtsdestotrotz möchte ich die Reihe, ist das halt die erste Reihe auf meiner Liste, die ich unbedingt 2018 als erstes anfange, gleich im Januar. Dann habe ich ein Problem, dazu gibt es auch demnächst mal ein Video, und zwar habe ich fast gar keine Thriller mehr. Ich habe vielleicht hier zu Hause bei mir noch um die 10 Stück maximal und dann ist es vorbei. Und als dieser Thriller rauskam, und zwar Perfect Girl von Jilly McMillian, nur du kennst die Wahrheit, habe ich mich dazu, habe ich sofort auf eine Wunschliste gepackt und habe darauf gewartet, bis es billiger wird. Hier geht es um Zoe, sie ist eine hochbegabte Pianistin und auf ihrem Konzert taucht auf einmal ein Mann auf, der sie beschimpft, eine Mörderin zu sein. Und ja, um Mitternacht ist Zoes Mutter tot. Ich weiß jetzt sonst nicht, was es so geht. Ich habe von jemandem gehört, auch von einer Booktuberin, die das nicht so gut fand. Ich bin aber trotzdem, ja. Ich freue mich trotzdem auf dieses Buch. Ich, ja, wie gesagt, war schon sehr, sehr, sehr lang auf meiner Wunschliste und bin happy, dass ich das endlich zu Hause haben darf. Dann habe ich hier eine komplett neue Reihe, und zwar habe ich auch nicht mehr viele New Adult Bücher hier. Das ist auch so ein Problem. Ich glaube, ich habe um die 5 Stück vielleicht noch da, die mich wirklich interessieren. Und ja, dann habe ich mich von Tamara Weber Between the Lines entschieden. Das ist der erste und das ist der 2. Band. Es gibt 4 davon. Die Sache ist halt die, hier kommen auch die gleichen Protagonisten vor, wie ich gerade lese. Reed, Emma, Graham und Brooke oder Break. Genau, und das ist halt eine Reihe. Mehr weiß ich da auch nicht. Und ich finde die Cover auch wunderschön mit den, ich glaube, der 3. oder 4. ist lila und der andere ist dunkelblau. Die sind halt eher in diese Farben gehalten. Die Bücher sehen aus wie neu. Es sind wirklich keine Leserinnen dabei und das freut mich. Dann habe ich auch, als nächstes habe ich mir auch eine neue Reihe bestellt, wobei ich eigentlich gehofft hatte, dass es keine ist. Aber die Schattendiebin, die verborgene Gabe, ist ein Auftakt einer Reihe. Der 2. Band kommt oder ist schon draußen. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall den 1. Band mal lesen und rausfinden, wie mir ja, das Schreibstil von der Autorin gefällt, weil Catherine Egan kenne ich überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht so viele Ravensburger Bücher. Ich finde auch das einfach so nervig. Warum? Warum nicht einfach von mir aus hier? Aber das war's. Aber das schädigt das Cover. Ich bin echt froh, dass bei der Mystic City Reihe das nicht der Fall ist. Ja. Das ist mein
fünftes Ravensburger Verlag Buch und ich habe keins davon gelesen. Mara, falls du das Video siehst, ich hoffe, wir können immer noch Beautiful Liars irgendwann mal sehen. Ich werde auf dich warten, mach dir darüber keine Sorgen. Ich habe dir das vergessen zu schreiben, weil ich einfach in dem Zeitpunkt unter Stress stand. Aber ich warte gerne. Ich bin jetzt nicht so eine Person, nur weil jemand keine Zeit hatte, dass ich sage, nee, okay, ich lese alleine oder sowas. Also mach dir darüber keine Sorgen. Als nächstes habe ich mir dann den letzten Band einer Reihe besorgt und zwar die Dämonenfängerin-Reihe. Und hier geht es um Riley Blackthorne. Den ersten Band habe ich im Oktober gelesen. Ich fand den ganz okay, muss ich ehrlich zugeben. Wobei es bei diesem Band eher so ist, dass er ein bisschen langatmig ist und ein bisschen langweilig, kann man jetzt so sagen. Aber ich habe darüber nachgedacht und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass dieser Band teilweise langatmig gehen musste, um halt ein Auftakt zu sein zu etwas viel Spannenderem. Das haben öfters mal die ersten Bände so an sich, wenn es eine längere Reihe werden sollte. Und das ist der vierte Band und ich habe jetzt alle vier zu Hause. Ich werde mir noch irgendwann mal einteilen, wann ich das alles, also von 2 bis 4 durchlesen möchte. Vielleicht wird es sogar im Oktober nächstes Jahr sein. Sicher bin ich mir jetzt noch nicht, aber wir werden das sehen. Weil ich ja ein großer Fan von Jennifer Aniston bin und hier sieht man noch ganz gut meine ganzen Bücher von ihr. Das sind nicht alle. Und ich ja Mythos Academy nur 1 und 2 habe, habe ich dann auf 3 und 4 auch bei Media Mobs entdeckt, auch um 5 und 6. Bei 5 und 6 war es aber der Fall, nee, ich habe 5 und 6 bestellt. Ja, so war das. 4 und 5 habe ich woanders bestellt. Also ich habe die Reihe jetzt vollständig, das wollte ich euch damit sagen. Und zwar habe ich von Media Mobs 5 und 6 bestellt. Die sehen nicht so lecker aus, muss ich ehrlich zugeben. Hier ist es echt doll schmutzig. Und auch hier ist dasselbe. Naja, was soll's. Leser sind auch da. Sie sind jetzt, wenn man jetzt so sieht, nicht gerade. Aber es ist okay. Ich habe die ersten beiden auch von Media Mouse bestellt. Die waren um einiges günstiger als die ersten beiden, die ich bestellt hatte. Da habe ich ja 8 Euro bezahlt. Jetzt habe ich 6. Ja, 6 Euro. So ein Kaufgrund war Diabolik. Denn ich habe schon lange ein Auge auf dieses Buch geworfen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es auch nur ein Einzelband ist. Ich vermute schon, bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Vielleicht könnt ihr mich dabei verbessern, ob ich jetzt recht habe oder nicht. Hier geht es ja um Nemesis und sie ist eine Art, sie ist ein Diabolik. Und ja, sie hat keine Gefühle, sie ist eine Killermaschine und dann muss sie auf einen Menschen aufpassen, der heißt Tyrus. Und auf einmal bekommt sie irgendwie Gefühle für Tyrus und Tyrus auch für sie, obwohl es eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Und ja, das ist auch schon alles, was ich wissen möchte. Das ist ein etwas Science-Fiction, denke ich mal, mit Fantasy. Ich habe jetzt nichts gegen Science-Fiction, im Gegenteil. Für mich ist teilweise Science-Fiction eh wie Fantasy, nur halt mit anderen Aspekten. Ja. Wie gesagt, ob es eine Reihe ist, weiß ich nicht, aber ich finde das Cover auch mega schön. Ein Kaufgrund war, ich hatte ja 3 Bücher, wo ich unbedingt bestellen musste. Das war Der Goldene Käfig, den habe ich ja nicht bekommen. Dann Diabolik und Young Elites. Ich denke, ich habe jetzt viel darüber recherchiert und nachgeschaut und auch sehr lange überlegt, ob mir die Reihe jetzt wirklich gefallen wird oder nicht. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich den ersten Teil auf jeden Fall anlesen werde und auch fertig lesen werde. Und dann werde ich dann entscheiden, ob ich die Reihe jetzt ja ganz lesen oder ganz haben möchte oder nicht. Der zweite Band ist auch schon draußen. Ich hoffe, nächstes Jahr kommt auch wirklich der dritte und auch, soweit ich weiß, der letzte Teil. Hier geht es um Adele. Sie wurde von einem Blutvirus, glaube ich, erfasst. Also, nee, sie wurde krank von einem Virus und bekommt auf einmal plötzlich weiße Haare und eigentlich sollte sie das Ganze nicht überleben. Sie flieht dann von ihrem Heimat und gerät dann in die Gemeinschaft der Dolche. Ja, sie wird halt vom König gejagt und gefürchtet, denn sie hat unerklärliche Fähigkeiten.
Das ist alles, was ich darüber. Also, eigentlich weiß ich schon ein bisschen mehr, aber das ist auch alles, was ich euch verraten möchte. Ja, meine Lieben, normal sollten es 12 Bücher werden. 11 habe ich bekommen und alle 12 habe ich euch gezeigt. Falls ihr alle diese Bücher schon gelesen habt, lasst es mich doch wissen, wie ihr es so fandet. Oder möchtet ihr vielleicht eine Leserunde zusammen mit mir starten? Dann lasst es mich doch auch gerne wissen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!